Ey, Mikro habe ich an. Ich fange jetzt an. Hallo, guten Abend. Hier ist die Claudia und ich mache mit euch eine schöne Pilates-Stunde heute. Ihr braucht eine Matte, ein Handtuch, vielleicht was zu trinken. Die Stoppuhr habe ich dabei. Und wer zum ersten Mal Pilates mitmacht, Pilates ist ein ganzheitliches Training. Das bedeutet, dass wir unsere Tiefenmuskulatur stärken. Das ist der Beckenboden, Bauchmuskeln, der untere Rücken. Und wir machen was für die Aufrichtung, für die Koordination und Flexibilität. Ganzheitlich deshalb, weil wir mit der Konzentration bei den Übungen sind. Und wo ich jetzt hier im schönen Enjoy bin, sehe ich gerade, dass ich das falsche Licht habe. Ich mache es immer gerne mit so ein bisschen, guck mal, schmeichelt, oder? Das Licht gefällt mir besser, wenn das so ein bisschen rotstichig ist, das schmeichelt. Verstehst du? Hoffentlich habt ihr zu Hause auch schönes Licht, aber ihr seht euch ja nicht, ihr seht ja nur mich. Also Matte, Handtuch und eine Stoppuhr. Ach, kreis mal mit den Schultern zurück. So ein bisschen nach hinten, genau, von oben nach hinten. Nimm mal beide Arme hoch und zieh dich mal in die Länge. Die Arme nach oben ziehen, die Rippen weit weg von den Hüften. Dann zieh deine Ellbogen zu den Rippen, mach den Rücken rund und öffne deine Arme wieder. Ellbogen zu den Rippen, den Rücken rund machen, die Arme wieder öffnen. Ellbogen, rund, öffnen zu den Rippen. Und noch einmal, rund machen, bezieh deinen Kopf mit ein. Also guck auf deinen eigenen Bauchnabel, so ein bisschen nach oben, stolz und aufrecht, Ellbogen zu den Rippen. Noch einmal. Das letzte Mal. Lass die Arme oben und zieh wieder. Die Füße sind fest verankert im Fußboden. Schultern senken, rechte Hand greift linke. Denk dran, dass ich spiegelverkehrt mache. Zieh dich nach rechts, schieb dich nach links. Zieh ein bisschen weiter raus, denk in den oberen Ellbogen und schieb den Ellbogen Richtung Decke. Zieh den Arm raus und zieh die Schulter wieder rein. Siehst du das? Arm rausziehen, wieder reinschieben. Noch einmal. Rausziehen, reinschieben und einmal nach vorne fallen lassen. Durch den Mund ausatmen, wieder hochkommen. Noch einmal. Und wieder hochkommen, das letzte Mal. Und auftauchen. Den Rücken rund, öffnen, Ellbogen zu den Rippen. Ich will ja nichts sagen, Eva Maria, aber hinter mir sehe ich immer noch blaues Licht. Blau macht alt. So, und noch einmal. Das können die jungen Leute machen. Dann zieh mal die Rippen weg von den Hüften. Immer noch. Beide Schultern senken. Die linke Hand greift die rechte. Ich mache spiegelverkehrt, du auch, ne? Oh, und zieh dich nach links. Schieb dein Becken nach rechts. Und einmal den Arm rausziehen, die Schulter wieder reinschieben. Rausziehen, reinschieben. Rausziehen, reinschieben. Alles gut jetzt mit dem Licht. Und denk in den Ellbogen, den hier, und zieh den Ellbogen Richtung Decke. Einmal zurück, jetzt lass dich nach vorne fallen, durch den Mund ausatmen, wieder hochkommen. Und ein letztes Mal. Und jetzt tauchst du aus dem Wasser hervor und pendelst nach rechts und links. Du schiebst dich von einem Bein aufs andere. Ja, mach mal. Und geh mal ein bisschen tiefer in der Mitte. Gut. Und wir streichen. Prima. Schon beim Friseur gewesen heute? Dann pass schön auf deine Frisur auf. Die war ja jetzt 2,5 Monate nicht so, ne? Oder? Achtung, wir drehen nach rechts und gucken über die Schulter. Und zweimal, es geht nach links, über die Schulter schauen und nach rechts, über die Schulter. Atme aus in der Rotation und wieder, über die rechte, über die linke, letztes Mal. Zieh beide Arme hoch, streck dich ganz weit aus, die rechte Hand geht an die linke Ferse, mach dich ganz klein. Einatmen, weit aufziehen, die linke Hand geht an die rechte. Hochschieben und jetzt roll deine Hüfte, dein Knie, dein Becken ein
und beug deine Knie tief. Noch einmal. Und das letzte Mal. Und oben bleiben, nochmal ziehen. Auftauchen, mit den Schultern nach hinten kreisen. Ich sehe so ein bisschen aus wie D'Artagnan heute hier, ne? Oder? Ja. Die Beine sind so tennisballweit geöffnet. Die Handkante liegt auf dem Beckenkamm, die Fingerspitzen aufs Schambein. Ich komme mal ein bisschen näher. So. Und jetzt schieb dein Steißbein nach unten. Hast du? Der untere Rücken hat Länge. Und jetzt richte die Aufmerksamkeit einmal auf den Großzehballen. Schieb den Großzehballen in den Boden. Heb dein Fußgewölbe dabei hoch. Und schieb mal deine Füße so ein bisschen zusammen. Dann merkst du, dass die Muskelschlingen sich über die Adduktoren oder die Adduktoren sich über deine Muskelschlingen anspannen und sich das positiv auf deinen Beckenboden auswirkt. Also die Füße schieben so ein bisschen zusammen. Gut. Den Schließmuskel der Harnröhre nach innen oben ziehen, einhalten. Den Schließmuskel des Darms dazu nehmen, einhalten. Also wenn dein Beckenboden eine Schale ist, erkläre ich jedes Mal gleich, nimmst du den Baggerarm, greifst einmal den Beckenboden, Schließmuskel der Harnröhre, Schließmuskel des Darms und ziehst nach innen oben, so aus dieser Schale so ein Baldachin wird. Einhalten. Dann richtest du die Aufmerksamkeit auf deinen Bauch und machst einmal, wollte ich ja gar nicht machen, ziehst einmal den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, sodass du ganz, ganz flach bist. Einhalten, als hättest du eine Neoprenhose an, die können wir ja bald wieder anziehen, um aufs Wasser zu gehen. André war schon. Und dann lenkt den Atem in die Seite. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Beckenboden und Bauch ist fest. Lass deine Schultern unten beim Atmen, einatmen, die Arme heben, ausatmen, senken. Die Arme zur Seite, einatmen, heben, großartig aussehen, ausatmen, senken. Einatmen, heben, ausatmen, senken. Wie so ein Schwan, wie so ein Vogel, machen langen Hals. Genau. Und das letzte Mal. Beckenboden hast du noch? Ein und aus. Heb dein rechtes Bein hoch. Ein und aus. Wieder senken. Heben und senken. Und heben und senken. Und heben. Mach das noch viermal. Erste Mal. Dritte. Upsala. Und das vierte Mal. Die Arme zur Seite öffnen. Das Knie zur Seite öffnen. Wieder nach vorne. Schieb deine Schulterblätter zusammen. Spann die hintere Kette an. Beckenboden und Bauchmuskeln sind fest. Einmal vorne bleiben. Jetzt machst du einen Schritt zurück und ziehst wieder vor. Schritt zurück und nach vorne ziehen. Und der Schritt ist leise. Genauso leise wie letzte Woche. Niemand unter dir merkt, dass du einen Kurs mitmachst. Ja, das machst du ganz leise. Heb dein Bein hoch und senk dich hinten ab. Heben und senken. Heben und senken. Das machst du auch noch mal viermal, ganz leise, kontrolliert. Halt deine Bauchmuskeln fest. Halt deinen Beckenboden fest. Oben bleiben mit dem Knie. Jetzt macht das Knie so eine Drehbewegung und du setzt dich in so einen Knicks. Heben und Knicks. Heben. Ich kann das besser, wenn ich die Arme seitlich geöffnet habe, weil ich mich dann rechts und links an meiner imaginären Wand festhalten kann. Heben und so Knicks. Bleib mit dem Brustbein oben. Was ist mit dem Beckenboden los? Hast du den noch angespannt? Mach noch zweimal. Und beim letzten Mal bleibst du unten. Hände auf die Schultern legen, Bauch einziehen, dreh dich nach links. Geh ein bisschen tiefer. Zweimal mehr. Einmal bleiben und jetzt geht der linke Ellbogen. Rotation tief. Bauchnabel nach innen ziehen und den Beckenboden einhalten. Und jetzt beugst du die Knie mehr. Kannst du das alles?
Wenn nicht, dann üb. Mach noch zweimal. Sehr schön. Halten. Einmal beide Beine schließen. Die Arme nach oben nehmen, von der Seite in den Stuhl setzen. Becken aufrichten und die Arme im Wechsel heben. Und jetzt schieb mal deine Füße zusammen. Geh ein bisschen tiefer ins Knie, ja? Senk deine Schultern. Guck so schräg vor dir auf den Fußboden, damit der Nacken entspannt ist und du keine Falten im Nacken hast. Geh ein bisschen tiefer. Auftauchen. Links heben und senken. Und heben. Senken. Mit Leichtigkeit. Halt den Bauch, halt den Beckenboden fest und heb dein Bein. Halt dein Brustbein oben, immer die Goldmedaille um. Mensch, 1. März heute. Wer hätte das gedacht, dass wir noch online sind? Oder? Naja. Und oben bleiben, auftauchen. Knie zur Seite und wieder vor. Schieb deine Schulterblätter zusammen. Heb dein Brustbein hoch. Beide Arme auf einer Linie. Halt dich rechts und links fest. Gut. Okay, das Bein bleibt vorne. Und du setzt dich hinten ab und hebst wieder hoch. Mit Leichtigkeit. Leise. Da hört man nichts. Oder hörst du bei mir irgendwas? Nein, auch im wirklichen Leben nicht. Wenn du jetzt hier bei mir im Kursraum wärst, würdest du auch nichts hören. Kontrollier dich. Bauchmuskeln festmachen. Ups, juckt die Nase. Krieg ich heute noch einen drauf? Ich hoffe nicht. Und heben und beugen. 4-mal machen wir das. 3-mal noch. 2-mal. Ich habe doppelt gezählt, ne? Macht nichts. Letztes Mal. Bleib oben. Hochheben. Wow. Arme zur Seite. Jetzt kommt diese Drehung, der Knicks, ne? Und tief und hoch. Die Schultern senken. Immer elegant aussehen dabei, ja? Und heben und senken. Schön tief beugen das Bein und die Muskeln anspannen und den Kiefer loslassen. Gesicht entspannen. Und heben und senken. Und das machen wir auch noch 4. 4-mal noch. 3-mal noch, 2-mal und das letzte Mal einmal sitzen. Hände auf die Schultern, Bauch nach innen, dreh dich nach rechts. Geh ein bisschen tiefer. Ausatmen während der Rotation und den Bauch nach innen ziehen. Geh ein bisschen tiefer. Bauch nach innen. Geh ein bisschen tiefer. Du genauso wie ich. So, habt ihr? Bleib. Denk in den rechten Ellbogen zur Ferse. Tief. Tiefer gehen. Bauchnabel nach innen. Und zur Ferse. Und jetzt kommt das mit der Drehung. Drehen, absenken. Drehen, absenken. Ausatmen dabei. Merkst du es in den Beinen? Schön. Komm. 2-mal noch. Und der letzte. Das Bein mit Leichtigkeit. Geht das noch? Oh, mit Leichtigkeit hochheben, abstellen. Beide Arme hinter. Und einmal flattern. Denk dran, dass du nicht im Hohlkreuz bist, sondern dass du dein Becken aufrichtest. Schultern zurück. Und so einen kleinen Flattermann ziehen.
Geh ein bisschen tiefer. Und jetzt ziehst du den Fußboden auseinander. Und dann merkst du, dass du in den Abduktoren die Spannung hast, okay? Prima. Halt, bist du barfuß? Kannst mir ja keine Antwort geben, ne? Weil du gleich mit den Socken... Aber wir können es auch auf der Matte machen. Aber wäre so ein schöner Übergang. Rücken rund, aufrollen. Aber dir zuliebe, stellen wir uns jetzt hier hin. Ich weiß ja nicht, ob du Socken anhast oder nicht. Stell dich mal bitte so hin, dass du mir deine rechte Hand geben könntest. Machst du? Rechte Hand? Okay. Gut. Geh nochmal hier hin. Wir tun so, als würden wir das so machen. Du weißt schon, wie ich meine. Zieh mit den Füßen den Fußboden auseinander. Roll deine Schultern zurück, Becken aufrichten. Kleine Flatterbewegung. Alles klar? Roll dich ab. Lass die Knie gebeugt. Lauf nach vorn. Spreiz deine Hände. Schieb dich zurück und vor. Musst du gucken, ob der Abstand stimmt. So bist du in so einer schiefen Ebene und so beugst du deine Knie. Wir machen also noch ein bisschen was für deine schönen Beine. Nach hinten schieben und wieder vorne. Merkst du, wenn du jetzt Socken anhast, dann rutscht du weg. Also, vielleicht kannst du auch barfuß machen. Gut, und das nächste, was ihr macht weiter, zeige ich jetzt so. Okay, dann kannst du das besser sehen, was ich mache. Also, ich schiebe mich zurück, stell den rechten Fuß neben die Hand auf, zurück, linker Fuß, zurück, rechter, zurück, linker. Jetzt machen wir es ein bisschen langsamer. Zurück, rechts, zurück, links. Hast du? Zurück, rechts, zurück, links. Jetzt geht's weiter. Rück, rechts, links, Hand ans Ohr, heben. Öffne die Brust weit. Jetzt bringst du dieses linke Bein nach hinten, das andere dazu, schieb dich zurück. Linkes Bein, rechts, Hand am Kopf, damit die Brust sich öffnet und heb ab. Hast du den Beckenboden angespannt? Nimm das Bein zurück. Das andere dazu, schieb dich nach hinten. Rechts, links, heben. Hast du das gesehen oder war das zu schnell für dich? Das Bein nach hinten nehmen, das andere dazu, schieb dich zurück. Linkes Bein, rechts durch, heben. Ellbogen nach oben ziehen. Und zurück, nach hinten. Rechts. Heben. Alles klar, jetzt habt das, ne? Dann bin ich wieder hier. Links. Heben. Zurück. Machen wir nicht mehr so oft, okay? Zurück. Letztes Mal. Ist der Boden hier so dreckig? Habe ich so dreckige Füße? Da fehlt mir auch noch. Und zurück, zurück, ab, absetzen. Füße lang, Rücken rund, gerade, rund, gerade. Schieb dein rechtes Bein nach hinten. Die Hüfte rollt nach unten. Schieb den linken Arm nach vorne. Heb dein Bein. Kleine Bewegung nach oben. Bauch und Beckenboden sind fest. Nimm den Ellbogen tief. Abstützen. Stell die Fußspitze auf. Guck mal. Jetzt ist der linke Ellbogen am Boden. Die rechte Hand. Und du hebst dein linkes Knie hoch. Ziehst das rechte Bein ran und wieder streng. Ach, jetzt hat sie mich wieder nah gemacht. Strecken. Fuß abstellen. Andere dazu. Beide Ellbogen tief. Einmal kurz die Knie abstellen. Alles klar. Die erste Challenge. Achtung, auf die Plätze. Fertig, los. So, drück dich weg vom Fußboden. Raus aus den Schultern, schieb die Fersen nach hinten. Habt ihr die Challenge vermisst die Woche? Nee, ne? Ihr macht ja Tabata und alles mit.
Da geht es ja auch immer eine Minute. So, damit die Zeit schneller umgeht, schieben wir das Becken rechts runter und links runter. Rechts und links. Rechts und links. Rechts, links. Den Beckenboden hast du noch angespannt? Ja. Bauchmuskeln einziehen. So, jetzt haben wir nur noch 15 Sekunden. Das schaffst du auch noch. 10 Sekunden noch. 5 noch. Halten. Gut gemacht. Abstellen. Oh, 4 Füßler. Alles klar. Rücken rund. Begradigen. Rund. Aufrecht. Rund. Aufrecht. Das linke Bein nach hinten. Den rechten Arm nach vorne. Hüfte runter. Und beides heben. Schieb die Schulter in dich hinein. Und lass die linke Hüfte unten, wenn du die Bewegung machst, okay? Kleine Bewegung. Gut. Und jetzt den rechten Unterarm abstellen, die rechte Fußspitze aufstellen und einmal das Knie hochheben. Das linke Bein ran und weg. Ran und weg. 4, 3, guck nach unten dabei, 2, einmal ausstrecken, anderes Bein dazu, beide Arme, alles klar, auf los und los, schaffen wir doch, noch mal eine Minute, oder? Beug jetzt die Knie im Wechsel, das muss nicht schnell sein, mach langsam, wir machen ja kein Wettrennen. Hast du noch deine Tiefenmuskulatur angespannt? Den Beckenboden? Drück dich raus aus den Schultern. Nase ein, Mund ausatmen. Halbe Minute ist um. Jetzt erst, hab mich verguckt. Hab die Brille nicht auf, wisst ihr? Ein Glück. Hat die Stoppuhr so große Zahlen. Einmal bleiben, schieb die Fersen nach hinten. Schieb dich vor, zurück, vor, zurück. So, jetzt sind es noch 10 Sekunden. Ah, das schaffen wir auch noch. Bauch nach innen ziehen. 5. Und Knie abstellen. Einmal in den Vierfüßler, den Rücken ganz rund machen. Den Rücken höhlen. Nase und Po nach rechts. Nase und Po nach links und einmal hochrollen. Mit den Schultern nach hinten kreisen. Schieb dich einmal zurück und komm wieder nach vorne. Zurück und nach vorne. Zurück nach vorne. Beobachte dich selbst. Vom Knie über die Hüfte bis zur Schulter bist du auf einer Linie, wenn du dich nach hinten legst. Okay? Mach noch. Zweimal mehr. Bleib hinten. Öffne die Arme. Setz dich. Und komm nach oben. Hinten. Setz dich. Und komm nach oben. Siehst du, was ich mache? Lehn mich gerade zurück. Bleib aufgerichtet im Becken. Und heb dann mein Schambein hoch, um mir den Impuls zu geben, nach oben zu kommen. Also. Langer Rücken, Schambein hoch. Der Rücken bleibt lang, indem ich mich hinsetze, also nicht nach vorne, sondern hier bleiben. Schambein anheben, nach oben kommen. Letztes Mal, ich schwöre. Zurück, Arme und nach oben kommen. Einmal neben die Füße setzen und dann kommst du in die fantastische Meerjungfrau. Und zwar, ich muss mal eben die Stoppuhr ausmachen. Setzt du dich so hin, dass deine Füße auf der rechten Seite sind. Alles klar? So, Beckenboden einziehen, Bauchmuskeln anspannen. Zieh dich mal an deinen Knien nach oben und senk die Schultern tief. Eine Hand an den Fuß, den anderen Arm nach oben,
neig dich und komm wieder zurück. Und neig dich und zurück. Konzentriere dich jetzt auf die rechte, auf die kurze Seite, Liebchen, ja? Und Beckenboden festhalten, Bauchmuskeln festhalten und den Kiefer, ihr Lieben, den Kiefer entspannen. Du brauchst ja nicht so viel reden, quasseln wie ich. Bleiben. Und der andere Arm, der zieht jetzt in die Rotation. Komm zurück. Einmal bewegen. Ziehen. Und Seitlein. Bauch und Beckenboden sind angespannt. Und mach noch zweimal. Und beim letzten Mal bleibst du. Halten, Bauch nach innen ziehen, kleine Bewegung. Zieh dein Kinn schön ein, brauchst nicht in die Hand gucken. Guck einfach geradeaus, Schulter senken, ziehen. Arm öffnen, beide Arme schließen. Und jetzt zieh dich noch ein bisschen mehr, lass deine Schultern tief. Einmal vorne aufstützen, das hintere Bein strecken. Umdrehen, heben. Das andere Bein dazu beugen. Ihr wisst, was kommt. Auf die Plätze, fertig, los. Halten, Brustbein anheben. Die Unterschenkel sind parallel zum Fußboden. Brustbein hoch, Haare aus dem Gesicht. So, halbe Minute bleiben wir erstmal so sitzen, auf schön, ne? Brust anheben, den Beckenboden nach innen oben ziehen, immer aufrecht. Nase ein, Mund ausatmen, zieh deinen Bauch ein, mach den flach. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Bewegung. Und zwar strecken wir uns lang und ziehen uns wieder hoch. Lang und hoch. Lang und hoch. Ab. Wenn du lieber sitzen bleiben möchtest, kannst du das auch tun. Okay? So, aber wir haben ja nur noch 15 Sekunden. Da kannst du noch mal ein bisschen Gas geben mit mir, oder? Und nur noch 5. Halten. Brustbein nach oben schieben. Und wenn zittert, lass zittern. Kiefer einspannen. Hups, da ist das Mikro. Absetzen. Meerjungfrau. Und so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Das können wir, ne? The show must go on. Und zweimal noch in diese fantastische Meerjungfrau. Letztes Mal. Und dann streckst du deine schönen Beine nach vorne. Zack. Ab. Du kannst dein Handtuch mal auf die andere Seite legen. Flex den Fuß. Zieh das Fleisch, so ein bisschen das Gesäß, so ein bisschen weg von den Sitzbeinhocken. Höcker. Einatmen, beide Arme heben. Das Wichtige ist jetzt, dass du deine Fußinnenkanten zusammendrückst und dann drehst du dich nach rechts, kommst hoch und drehst dich nach links. Und wieder hoch. Lass die Fußinnenkanten zusammengeschoben, okay? Denn sonst verschiebt sich dein Becken und dann bringt diese Bewegung, diese Übung gar nichts. Nimm den Kopf mit. Und so. Hast dich ein bisschen erholt? Noch einmal nach rechts, noch einmal nach links. Und auftauchen. Die Beine ein bisschen öffnen. Schätzchen, du brauchst nicht im Spagat sitzen. Die Beine sind nur etwas breiter als deine eigenen Schultern. Alles klar? Handtuch so ein bisschen zur Seite. Einatmen. Jetzt kommt die Säge. Die Säge, wisst ihr, ist eine Atemübung. Arme weit öffnen, rechte Hand zum linken kleinen Zeh. Rotation, schieben. Ein, Rotation und schieben. Und es kommt auf die Ausatmung an. Ein, schieben. Hasse? Das ist die einfache Säge, ne? So, jetzt schieben wir uns nach vorne, heben den Arm hoch, stützen uns ab und schieben uns hoch. Säge. Und hochschieben. Säge. Schieben. Zu schnell? Säge. Neben den Po abstützen, kleiner Bogen hochdrücken.
Okay, immer die gleiche Seite. Hasse, wenn der linke Arm nach vorne geht, stützt du dich auch auf den linken Arm ab. So, und ich glaube, ihr Lieben, haben wir es oft genug gemacht, ne? Die normale Säge. Können wir das auch auf der anderen Seite? Wenn der rechte Arm zum rechten Fuß geht, ihr Lieben, stützen wir uns auf den rechten Arm ab. Jetzt linker Arm, rechter Arm über vorne, hochdrücken. Rechter Arm, ab. Hasse, diese wunderbare Sägevariation. Ihr Lieben, ihr wisst, was am wichtigsten, am allerwichtigsten beim Pilates ist? Ja, dass wir den Beckenboden angespannt haben. Und ich möchte wetten, dass zwei Drittel den Beckenboden verloren haben. Jetzt mal in Slow Motion, Beckenboden einhalten, Bauchmuskeln festmachen, zieh nach vorne. Jetzt geht's noch gut. Halte den Beckenboden fest, entspann dein Gesicht, heb dich hoch. Hast du den Beckenboden gehabt? Noch einmal, Beckenboden einhalten. Und wisst ihr, wie das am besten geht? Wenn ihr imaginäre eure Fersen zueinander schiebt, dann wirkt das wieder durch die Muskelschlingen auf den Beckenboden. Und dann habt ihr es. Also noch einmal. Säge, Beckenboden einhalten, Fersen zueinander schieben. Hast gemerkt? Hat's geklappt bei dir? Mach noch zweimal. Und der letzte, und dann reicht das. Ne? Eigentlich machen wir jede Übung nur 6-7 Mal. So, die Beine auf die andere Seite. Mach dich schön für die Meerjungfrau und neig dich zur Seite. Ihr wisst, beide Sitzbeinknochen sollen am besten am Boden sein. Die Tiefenmuskulatur ist fest. Schulter wieder locker. Kannst du wieder lächeln? So, und ihr wisst, neig dich nach links, nimm den linken Arm in die Rotation, komm zurück. Neig dich nach links, Rotation. Und immer aufrecht bleiben. Genau, und mittlerweile, oder wenn du es ein paar Mal gemacht hast, automatisieren sich deine Bewegungen und du kannst dich besser auf die Tiefenmuskulatur konzentrieren. Weil der Körper, der weiß, was er macht. Ne, da brauchst du nicht mehr drüber nachdenken. Da brauchst du nicht mehr drüber nachdenken, dass du während der Rotation den Bauch noch ein bisschen intensiver in dich hineinziehst. Oder dass du deinen Kiefer nicht mehr anspannst, dass der Mund entspannt bleibt. So, hast du genug gemacht? Dann bleib. Kleine Bewegung, Bauch, Brust nach oben, Goldmedaille oben. Öffne den Arm, schließ vorne. Kleine, und ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Habt das vergessen? Das Bein heben, nach oben ziehen. Oh oh, machen wir tatsächlich jede Challenge zweimal heute? Yes. Und los geht's. Jede Challenge zweimal. Irgendwann muss man sich doch mal verbessern, oder? Irgendwann muss man mal so ein bisschen die Leistung steigern. Und deswegen machen wir heute jede Challenge zweimal. Und wenn du gerade nur 30 Sekunden hast, dann schaffst du vielleicht jetzt noch mal 30, dann hast du eine Minute. Ja, ich weiß, in Mathe bin ich nicht so gut. Aber mach doch nichts. Jeder kann so sein. Brustbein nach oben. So, was haben wir? Halbe Minute um. Setzen und heben. Mach langsam. Immer, wenn du deine Beine ausstreckst, ziehst du deinen Bauchnabel nach innen. Weil du nämlich mehr Kraft brauchst. Du musst den Rücken schützen, wenn du den langen Hebel hast. Ja, machst du das? Gesicht entspannen. Ach, die Zeit vergeht wie im Flug. Ich sag's ja, das ist ja eigentlich mein Motto. So, und was haben wir? Wir sind fertig. Yay! Füße abstellen zur Mitte. Keine Angst, nicht nochmal die Sägenvariation.
Einatmen, großartig aussehen, die Arme heben und jetzt setz dich hinter deine Sitzbeinknochen, schieb dich nach vorne, heb dein rechtes Bein, heb dein linkes Bein. Das rechte, das linke, rechts, links, Applaus. Hast du gut gemacht, was ist mit dem Bauch? Bauch eingezogen, Knie ran, die Füße zur Raummitte. Mikro an die Seite, klack. Alles gut bei dir? So, dann zieh dich mal an dein Knie, sag mal schnell, Schienbein nach oben. Handtuch, hast du so ein kleines Kissen gefaltet? Ja. Beckenboden nach innen ziehen, Bauch einziehen. Aufrecht sitzen. Zwischen den Knien hast du Platz für deine Faust oder einen Tennisball, genauso wie zwischen den Füßen. Einatmen, beide Arme heben, großartig aussehen. Ausatmen, halb abrollen. Ein und aus. Und ein und aus. Eigentlich, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ist das nicht so günstig mit der Kamera, weil ich immer den Kopf so drehen muss, weißt du? Wie, ich glaube, so ist besser für mich. Ah, fühle ich mich sofort besser. So, einatmen, die Arme heben, ausatmen, halb abrollen. Heben, halb abrollen. So, haben wir letzte Woche über das Bond Girl gesprochen? Ja. Klack. Zielen, zu mir drehen. Zielen, andere Seite. Dabei machst du den Bauch ganz flach. Und es ist so, als würde nur die Haut über die Bauchmuskeln ziehen. Wäre das nicht toll? Aber man muss ja noch Ziele haben, ne? Wenn die Haut so, naja, nicht ganz so. Bisschen fraulich wollen wir ja noch aussehen. Und so, jetzt zielst du zu mir, rollst dich ein Stück nach hinten ab, hebst dich wieder hoch, andere Seite. Stückchen ab, hebst dich wieder hoch, andere Seite. Drück mal deine Füße dabei fest in den Fußboden. Hast du? So, Liebchen, zu mir drehen, abrollen, hochkommen. Andere Seite. Klack. Heben, wechseln. Und aufrecht auftauchen. Mikro habe ich an der Seite. Roll dich ab und nimm dein rechtes Knie mit. Langsam, slow motion. Senk die Schultern, heb dein Brustbein hoch. Nimm dein rechtes Knie mit. Wo ist hier, was ist hier mit meinem Handtuch los? Und wechsel deine Beine. Mach den Bauch ganz flach. Eva Maria, was sagst du? Sehe ich wieder so unvorteilhaft aus wie letzte Woche? Besser. Hast du zu mir gesagt, Claudi, also du hast vielleicht ein Shirt angehabt. Direkt mal ein anderes angezogen, ne? Ach, wisst ihr was? Hauptsache ihr macht mit, ihr braucht ja gar nicht so auf mich gucken. So, zieh mal beide Beine ran und streck mal weg. Beide Beine ranziehen und wegstrecken. Du brauchst jetzt nicht mehr gucken. Und strecken, greif in die Kniekehle, komm ins Rollen wie ein Ball. Mach den Rücken ganz rund und halte den Abstand zwischen Brust und Knie. Alles klar? Wenn du jetzt unten bist, streckst du dein rechtes Bein und wechselst deine gestreckten Beine. Meine sind gestreckt. Auf Beine, meine brauchst du nicht schauen. Guck mal bitte auf deine. Zieh deine Kniescheiben hoch. So, und jetzt lässt du dein rechtes Bein bei dir, ziehst dich noch ein bisschen höher und rollst beide Knie nach außen, löst die Arme und nimmst die Hände hinterm Kopf und legst den Kopf schwer in die Hände, Ellbogen nach außen. Roll die Knie ein, roll die Knie aus. Einrollen, ausrollen. Und der eine hat das untere Bein vielleicht hier oben und der andere hier unten. Je nachdem, wie fortgeschritten du bist, wie viel Kraft du in deinem Bauch hast. Der untere Rücken soll am Boden sein. Hast du? Also kann das ruhig sein, dass du mit den Beinen hier bist. Ist ja auch nicht schlimm. Jeder so, wie er kann, okay? Und nimm das Bein wieder, zieh dich hoch und wechsel im Scissor. Roll die Knie nach außen. Halte jetzt dein linkes schönes Bein bei dir. Hast du? Zieh dich ein bisschen hoch. Beide Knie sind gestreckt. Guck auf deine eigenen Knie.
Bein loslassen, Hände in den Nacken. Einrollen, ausrollen. Und vielleicht musst du jetzt das rechte Bein oder dein linkes Bein ein bisschen höher heben, weil die eine Seite etwas besser oder schwächer ist. Oh, hast du? Beide Beine in die Luft. Jetzt darfst du den Kopf ablegen. Roll beide Knie nach außen und fang an zu kreisen. Entspann deine Schultern, entspann dein Gesicht. Die Innenschenkel und die Fersen gegeneinander drücken. Einmal andersrum. Die Kreise brauchen gar nicht so groß sein. Beug die Knie und tupf im Wechsel mit den Fußspitzen am Boden. Da ist das Wichtige, dass du den Abstand zwischen Unter- und Oberschenkel hältst. Ich mache einmal vor, guck mal, was soll das bringen? Gar nichts. Ne? Also halt den Abstand zwischen Unter- und Oberschenkel. Kannst du mich mal groß machen? Bitte? Ja. So, da siehst du es nämlich besser. Jetzt stellst du deine Füße ab. Guck, dass der Abstand Tennisball weit ist. Schiebst dein Steißbein an die gegenüberliegende Wand und rollst dein Becken hoch. Gut. Drück mal deine Füße, deine Großzehballen in den Boden und schieb deine Füße imaginär zusammen. Und dann hebst du einmal die rechte und die linke Gesäßhälfte im Wechsel hoch. Du tanzt so ein bisschen. Das ist auch eine fantastische Übung, um den Beckenboden zu stärken. Du merkst es zwar vorwiegend im Gesäß, aber durch die Verschiebung spannt sich immer mehr der Beckenboden von innen an. Du musst ihn natürlich einhalten, ne? Das weißt du. Er rutscht ja jetzt so ein bisschen in dich hinein. Gut, dann finde mal deine Mitte. Beckenkämme auf einer Linie. Roll langsam ab. Mach dich bereit. Roll langsam wieder hoch. Jetzt heb dein rechtes Knie. Slow Motion. Erst die Absicht haben. Dann das rechte Knie langsam heben und das rechte Bein ausstrecken. Das musst du zelebrieren. Langsam abrollen, langsam aufrollen. Abrollen, aufrollen. Abrollen, aufrollen. Abrollen, Oberkörper heben, linkes Bein ranziehen, rechtes absenken und wechseln. Beide Knie ran, beide wegstrecken. Und wie so ein Fröschchen ziehe ich jetzt beim Ranziehen oder öffne ich die Knie beim Ranziehen und bringe dann die Kniekehle und den inneren Oberschenkel gegeneinander, wenn ich meine Beine ausstrecke. Jetzt heb beide Beine hoch und senk wieder ab. Fröschchen, strecken, heben, absenken. Frosch, wann atmest du aus? Jetzt, beim Strecken. Hasse. Ne? Immer wenn du die Beine wegstreckst, dann ist der Hebel lang. Da musst du ausatmen, weil du dann die Bauchdecke noch mehr nach innen ziehst und mehr Kraft brauchst, ne? Damit du nicht ins Hohlkreuz fällst. Rangezogen lassen, Kopf ablegen. Tupfen mit den Fußspitzen am Boden. Entspann die Schultern, entspann dein Gesicht, Liebchen. Stell die Füße am Boden ab. Roll dein Becken langsam auf und fang an zu tanzen, rechte und linke Gesäßhälfte. Prima. So, bleib in der Mitte, Schambein hoch, Beckenkämme auf einer Linie, langsam abrollen. Und jetzt zelebrieren, bitte. Aufrollen. Linkes Bein. Erst das Knie. Das soll so elegant und anmutig wie möglich aussehen. Erst das Knie hochheben und dann, als wäre es das tollste Bein von der Welt, streckst du dieses schöne Bein nach oben. Hast du? Absenken. Heben. Absenken. Heben. Letztes Mal. Streck dein Knie. Absenken. Heben. Absenken. Oberkörper heben. Rechtes Bein ran, linkes absenken, wechseln. Beide Beine ran, ausatmen, heben, senken,
ranziehen, heben, senken, ranziehen. Was ist eigentlich mit der tiefen Muskulatur los? Immer noch angespannt? Oder jetzt mal wieder? Macht ja nichts. Spann wieder an, komm. Lass die Knie gebeugt, greif in die Kniekehle, komm ins Rollen wie ein Ball. Setz dich ins Boot und öffne deine Beine so breit, dass da so ein American Football zwischenpasst. Weißt du, so ein etwas länglicher. Brust nach oben, einmal hinten umkippen. Ich hoffe, du hast keine Fliesen oder eine etwas dickere Matte. Und wieder hinsetzen, wie so ein Stehaufmännchen. Erstmal die Brust nach oben schieben, Ellbogen nach außen. Einmal zurück, hinsetzen. Zack, noch einmal. Einmal zurück, hinsetzen. Was ist mit dem Beckenboden los? Und einmal zurück, hinsetzen. Und zurück, hinsetzen. Letztes Mal. Zurück, hinsetzen. Füße aufstellen, lang ausstrecken. Beide Arme hochheben. Einmal lang machen. Nach vorne schieben. Hochziehen. Auftauchen. Stell deine Fingerspitzen so auf, dass sie zum Gesäß zeigen. Roll deine Schultern zurück. Goldmedaille oben wie immer. Und heb dein Becken hoch. Jetzt bist du in so einer umgedrehten schiefen Ebene. Von den Fußspitzen berühren die den Fußboden bei dir. Denn ich muss üben. Becken anheben. Jetzt senk dich einmal ab und ups, der Boden ist heiß und du drückst dich wieder hoch. Boden ist heiß, drück dich wieder hoch. Noch einmal, heißer Fußboden. Zack. Beckenboden. Klack. Letztes Mal. Ab. Lösen, Füße flex. Und jetzt mit den Händen durch den warmen Sand. Wäre das schön, oder? Den Händen mal so durch den warmen Sand rieseln lassen, ey. Oh. So. Hinten aufstellen. Mit den Schultern zurück. Noch einmal in die schiefe Ebene. Zack, nach oben. Und einmal absenken. Der Boden ist heiß. Direkt wieder hoch. Noch einmal. Und klack. Und das letzte Mal. Ab. Absenken. Füße flex, mit den Händen durch diesen Zuckersand. Einmal nach oben. Großartig aussehen. Und jetzt darfst du dich abrollen und dich einmal in den warmen Sand legen. Spann dich an. Ah, langsam. Und wenn du dann liegst, leg die Hände auf deinen flachen Bauch. Und lenk mal den Atem in den Bauch. Beim Einatmen hebt sich dein Bauch. Und beim Ausatmen senkt sich dein Bauch. Lass deinen Beckenboden los. Nimm mal die Arme nach hinten. Und geh einmal richtig ins Hohlkreuz, sodass du hier eine Hand drunter nehmen kannst. Und dann zieh dich, da ist mein Mikro, dann zieh dich nach rechts und links. Öffne deine Arme zur Seite, stell die Beine auf und leg den Rücken nochmal richtig ab. Wo ist denn hier mein Handtuch? Und dann ziehst du die Knie zu dir. Beckenboden darfst du loslassen. Und jetzt fang mal an zu kreisen. Entspann den unteren Rücken. Und wir sind jetzt bei der Entspannung. Das galt jetzt der Eva Maria, dass die so ein bisschen das Licht ausmacht, weißt du? Entspannung heißt ein bisschen Licht aus. Nicht ganz. Und kommt doch darauf an, welche Entspannung, oder? Einmal mit der Nase ans Knie. Ach, die Musik macht es auch leiser. Ja, herrlich. Und lass das rechte Bein bei dir, stell den linken Fuß ab. Einmal das rechte Bein ausstrecken, Fußspitze flex und nach oben. Wieder absenken. Ach, so meine ich doch. So, jetzt legst du das rechte Bein über das linke. Drückst das rechte Knie nach außen und nimmst die rechte Fußsohle auf die linke Seite, auf den Boden. Und bleibst liegen.
Und jetzt drücke ich dieses rechte Knie nach hinten. Fantastische Übung, habe ich mit euch schon mal gemacht. Ne? Ihr habt die Rotation und ihr habt gleichzeitig, also eine Rotation in der Lendenwirbelsäule und eine Rotation im Becken und eine Außenrotation in der Hüfte. Also ich weiß gar nicht, was besser ist. Und jetzt lass dein Knie sinken, sodass du eine Innenrotation hast und nimmst die linke Hand und drückst dieses Knie noch etwas nach unten. Das Wichtige ist, dass die rechte Schulter am Boden ist. Weißt du jetzt, wie du zurückkommst? Genau, Hand loslassen, Bein loslassen, ausschlackern, abstellen. Das andere Knie einmal zur Nase. Dieses fantastische linke Bein, das hat auch so gut mitgemacht heute, ausstrecken, ablegen. Einmal hochziehen, einmal den Fuß überlegen, Fußflex, Knie nach hinten schieben. Und jetzt bringst du den linken Fuß hier auf die rechte Seite und drückst das Knie nach außen, Kopf auf die andere Seite. Jetzt hast du schön eine Außenrotation in der Hüfte, merkst du so ein bisschen was in den Innenschenkeln, ne? Vielleicht, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie beweglich du bist. Und jetzt kippst du das Knie nach vorne und drückst nochmal etwas tief und dann hast du hier die Abduktoren. Schieb deine linke Schulter gegen den Fußboden und lenk den Atem in deinen Bauch. Mein Gott, ist die Stunde wieder schnell umgegangen, oder? Das Highlight am Montag, mein Highlight. Komm zurück, locker das Bein aus und streck dich einmal. Ne, freust du dich die ganze Woche drauf und zack ist die Stunde um. Roll dich auf deine rechte Seite und komm nach oben. Jetzt setz dich einmal so hin, dass deine Füße weiter vor sind. Hast du? Guck mal, ich zeige es nochmal so von der Seite. Das ist kein Schneidersitz, sondern so ein bisschen weiter vor. Jetzt ziehe ich wieder das Fleisch so ein bisschen weg vom Gesäß, also die Gesäß nach hinten. Und dann krabbel ich nach vorne. So, und senk mich ganz tief ab. Und jetzt merkst du es vielleicht hier so ein bisschen in den Abduktoren, so ein bisschen hinten im hinteren Oberschenkel, vielleicht auch im Rücken. Du darfst auch den Rücken rund machen, darfst die Nase tief nehmen, dich so ein bisschen verstecken. Dann streckst du deine Arme und schiebst dich mit langem Rücken vor und öffnest die Arme, die Beine bleiben. Und jetzt geht, wenn das linke Bein vorne ist, die linke Hand aufs rechte Knie, die rechte aufs linke. Machst den Rücken rund. Ne, kennt ihr. Ich drücke die Knie nach außen und schiebe mit den Händen die Knie zusammen. Jetzt komme ich hoch und verschränke die Oberarme. Habt ihr? Guck mal so. Siehst du, bei meinen dünnen Armen sieht man das. Oberarme verschränken. Und in die Adlerposition. Guck mal. Klack. Hast du? Verschränken. Oberarme verschränken. Über den Ellbogen. Ich hoffe, du hast so lange Arme. Und dann zusammenführen. Schultern senken, Ellbogen gegeneinander schieben. Und genau das gleiche wie gerade. Ich verstecke mich wieder zwischen meinen Beinen. Na? Weg bist du. Dann schiebst du dich nach vorne und öffnest dich. Beinwechsel. Alles klar? Fleisch nach hinten ziehen, falls er wieder nach vorne gerutscht ist. Krabbel nach vorne und versteck dich. Wegbisse. Arme strecken und mit langem Rücken vorkommen. Arme öffnen. Wenn jetzt dein rechtes Bein vorne ist, rechten Arm aufs linke, linken Arm aufs rechte. Knie nach außen drücken und mit den Händen die Knie zusammenschieben, Rücken rund machen. Oh, das öffnet so schön den Schultergürtel hinten, ne? Also, ja. Mir gefällt's. So, öffnen. Und jetzt hast du wieder, nur auf der anderen Seite, die Oberarme verschränkt. Hast du? Die Ellbogen sind frei. Arme heben. Verschränken. Schultern senken. Ellbogen gegeneinander schieben. Und versteck dich.
komm nach oben und öffne dich. Einmal die rechte Hand ans linke Knie, also die Handrücken, und dreh dich. Andere Seite. Okay, komm in den Vierfüßler, Liebchen. Einmal den Rücken rund machen. Einmal höhlen, Nase und Po nach rechts. Nase und Po nach links. Komm zurück, roll dich auf und steh mit Leichtigkeit auf. Gut, einmal wie zu Beginn der Stunde rund, öffnen, schließen. Noch einmal rund, öffnen, schließen. Am Donnerstag, ihr Lieben, ist Yoga um 17 Uhr. Und dieses Mal machen wir Detox-Yoga, Yoga zum Entgiften. Damit wir für den Frühling, das ist wie so eine Kur, so eine kleine Kur von innen, so ein Frühjahrsputz sozusagen, letztes Mal. Genau, ob ich nenne ich das Detox-Yoga oder Frühjahrsputz? Letztes Mal. Und großartig aussehen. Und das tut ihr mit Sicherheit. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Ganz liebe Grüße aus dem Enjoy. Und ich freue mich, dass ihr zugeschaltet habt. Und freue mich auf Donnerstag, 17 Uhr, Frühjahrsputz. Nein, Detox-Yoga. Hört sich besser an, oder? Ciao, ciao.